35 Jahre ist es her, dass der großartige Niki Lauda hier in Sandford seinen 25. und letzten Grand Prix-Sieg holte. Nur 2 Zehntel vor seinem damaligen McLaren-Teamkollegen Alain Prost und nach einer Aufholjagd von Startposition 10. Die Strecke, die wir hier sehen, ist natürlich ganz anders als damals, aber sie hat immer noch eine beeindruckende Geschichte vorzuweisen, zu der heute mit dem großen Preis der Niederlande 2020 ein weiteres Kapitel hinzukommen wird. Der Circuit Sandford hat 14 Kurven, 10 nach rechts und 4 nach links, von denen einige ein bisschen hängen. Dazu kommen spannende Höhenunterschiede, sodass es für unsere Fahrer auf diesen 4,2 Kilometern nie zu leicht werden wird. Man sollte hier immer auf die Fahrer achten, die die DRS-Zone vor Kurve 1 zur Attacke nutzen. Nach einem sensationellen Qualifying ist es nun Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Nach einem fantastischen Qualifying startet der mehrfache Weltmeister Sebastian Vettel von der Pole. Und Lewis Hamilton macht die erste Reihe komplett. Im Rest der Startaufstellung haben wir Verstappen, Stroll, Carlos Sainz und Norris, Perez, Ricciardo, Bottas. Er hat eine Gridstrafe erhalten. Und Richter Grosjean, Quert, Charles Leclerc und Raikkonen, King, Albon, Esteban Ocon und George Russell, Magnussen, Giovinazzi, Gasly und Nicola Latifi. Und jetzt wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Okay, here we go. I know what you can do. Don't let me down. Ja, und damit herzlich willkommen zurück. Und ich habe es gesehen, in der Schalterverlängerung 2 Plätze sind wir doch nochmal nach vorne gerutscht. Durch die... Durch Südstrafen, wir haben eine Startnummer von 12 und 15. Also Punkte könnten heute drin sein. Ist der Startplatz die Saison? Auch er hier vor uns hat eine Gridstrafe. Aber die ist mir gerade egal. Wichtig ist, dass wir unsere Position verteidigt bekommen eventuell. Und dann vielleicht sogar noch ein Pünktchen mitnehmen fürs Team. Jeder Punkt wäre richtig bares Geld am Ende der Saison. Conditions look stable at the moment. No rain currently expected. So, kein Regen wie in Sandford, Hanoi. Da hatten wir nämlich den Starkregen am Anfang des Rennens und einem neuen Schreck und dann Regen. Aber das bleibt hier Gott sei Dank nicht. Bleibt natürlich hier dabei. Es ist trocken und bleibt trocken. So, jetzt geht's los.
The rest of the grid is forming up. Be patient and watch for the lights. So, schnell werden die Wheelgames da hinten noch hinstellen. Und dann passt das. Und dann geht's jetzt ins fünfte Rennen der Saison. Der Start ist relativ gut gelaufen. Ich komme jetzt nicht an dem Ricciardo vorbei. Aber ich kann die Position noch nicht verteidigen. Ja, kann ich. Platz 10 bleibt bei uns. Oder auch nicht. Der Leclerc, den möchte ich gerne mehr abschütteln hier. Weil das ist wieder... Er überholt uns und damit hat er was. Immer raus aus der Position. Einen Platz verloren. Wenn ich jetzt ein bisschen wieder rankomme, kann ich versuchen, überholen zu drücken, damit ich vorbeigehen kann wieder. Aber das ist natürlich jetzt eine Katastrophe. Es ist so, versuchen wir ein bisschen zu drehen gehen. So, push mal auf ein bisschen Fett. Oder überholen, damit ich da mal vielleicht die Chance habe, ranzukommen. Oh, das war der Flügel. Hm. Das muss man auch nachdrücken, ne? Na, danke. Anzugreifen. Ja gut, wie soll ich einen Ferrari halten, ne? Das Auto ist da vorne, es ist vielleicht ein bisschen was davor, es ist ein bisschen realistischer, aber ich kriege noch ein Auto. Dankeschön. Okay, box, box, box. We're adjusting the strategy. DRS will be enabled this lap. You can use it when within 1 second of the car ahead and in the DRS zone. Ah, das hätte ich jetzt klar. Okay, the car behind is catching you by 5/10 a lap. 5/10. Na, mal versuchen zu zeigen. Rauszukommen. Ich glaube, ich habe Gott sei Dank ein bisschen größer nach hinten.
Wenn die Kurve länger, würde ich wahrscheinlich kassieren können. Auch auf der Außenlinie. Leichter Verbremser oder was war das jetzt gerade? Ich komme immer wieder zu weit raus hier. Ja, das war doof von mir jetzt. Einfach unnötige Position hergeschenkt. Doch alle, ey. Ich habe aber auch nicht wirklich in die Position, wo es umgehen könnte. We're seeing major wing damage. Box, box, box. Immer wieder die gleiche Kacke. Wieder vorbei, Gott sei Dank. Wofür? Jetzt sitzt er wohl weg. We're approaching the pit window. You'll be on the mediums.
We advise moving to Mix 2, fuel to Mix 2. Ja, okay. Soll man das eine Auto mal rankommen, wenn nicht? So, erstes Auto geht rein. Ja, die ersten Autos. So, solange ihr euch da vorne ein bisschen bekriegt, dann möchte ich hier zwei. Wenn mir das. Kann ich vielleicht versuchen, wieder ranzukommen. Vielleicht kann ich mit dem Boxenstopp nutzen. Wenn wir Bulldog dann damit killt, dann würde ich eh nicht halten können. Okay, gap ahead is 1.6 seconds. Ich würde den jetzt auch nicht ziehen lassen, weil ich auch zumindest noch meine Zeit achten muss. Oder auch meine Dings achten muss. Auf mein Rennen. So. So, keine Strafe mitnehmen. Go, exit now. We're racing on the exit. Release, release. Warte, die alles anders gut. Jetzt habe ich mir selber ein bisschen verbaut gerade. Use your overtake button more. It's time to utilize some of this energy. So, ich muss jetzt ein bisschen überholen. Okay, some information on Perez. They have an issue with their car. They're going to be slow. Das ist gut. Das ist sehr gut. Das wären nämlich die Punkte. Sollte das Auto noch zu langsam sein. Dann lädt mich ein bisschen auf. Wie kann ich vielleicht ein, zwei Autos überholen? Da vorne. Das wäre nämlich, der war nämlich auf 9 davor. Kollege ist an der Box, das ist mir aber jetzt. Ja, krass. So. Jetzt ab in die. Durch. Momentan 11 da. Und ich habe gehört, das Auto vor mir ist langsam. Also das zweite Auto davor. Der Claire ist schon vorbei. Weil das, wenn er so einen aufholt, kann ich mir tatsächlich noch ein Pünktchen mitnehmen. Albon ist es hinter mir. So, jetzt versuchen wir es gerade mal, ob ich da eine Möglichkeit habe, da noch ein bisschen Kapital zu nutzen. Kapital auszuschlagen.
Tut mir leid, Ricciardo, du hast einen kleinen Fehler eingebaut, den nehme ich mir mit. Passt. Den kleinen Fehler, den habe ich mir genommen. Nice work, that brings you up the place. Und so könnte es natürlich was Doing noch werden. Sechs Runden muss ich verteidigen jetzt. Ich muss an dem Racing Point hier mal vorne vorbei. Ich habe nicht gedacht, dass ich das schaffe. So, Windschatten, vielleicht ein Angriff mehr. Ja, der hat den McLaren noch. Der hat den McLaren da vorne noch. Jetzt habe ich ihn. Ach, da kommt der nächste Rück vorbeigeflogen. Das ist natürlich klar, dass der solche Situationen nutzen wird. Das ist natürlich jetzt ärgerlich, dass ich den jetzt vor mir wieder habe. Hat aber gut ausgenutzt, muss ich ihm lassen. Dankeschön. Are you all right? Sit tight, the marshals are on their way. Ach, der zieht da vorne weg, das ist ein Problem. Könnt ihr euch ein bisschen bekriegen da vorne? Und vielleicht ein bisschen die Tür auflassen? Thank you.
front wing damage. Recommend you box for a new one. Skepsis. Sobald man irgendwie an einem Auto vorbeikommt, kommt dann nach so 2 Jahren an einem vorbei wieder. Ist leider nicht dafür gemacht, um jetzt groß irgendwas zu versuchen. We have 2 laps of fuel remaining. Kann ich was irgendwas zu machen. Vor allem habe ich auch noch den Red Bull hinter mir. Bremst doch am besten noch. Right, so we've been looking at the damage and we think you Jesus. Easy on the aggression. We need clean overtakes or we'll face a penalty. Fahr doch mal weg. Ich will diesen einen Punkt mitnehmen. Ja, vorbei. Dankeschön. Okay, take it easy on the car. We can't sustain this level of damage. Our gap to the car in front is 1.6 seconds. Das weiß er. Oh, ich baller so viel Rückblenden rein, das tut mir gerade selber weh. This is your final lap, final lap of the race.
Schade, kein Punkt. Wenn ich noch was passiert. Ah ja. Less than a lap of fuel now. The tank is empty. Nein! Was haben wir noch irgendwie gerettet? Aber 11. Kein Punkt. Schade. That's the end of the race. We'll see you in Parc Fermé. Da wäre vielleicht ein bisschen was mehr drin gewesen. Das war ein schwieriges Rennen auf einem Kurs, der absolute Konzentration verlangt. Und das Durchhalten hat sich bezahlt gemacht. Am Ende kam der Sieg dabei raus. Stefan, sag mir, was denkst du, hat den heutigen Sieg möglich gemacht? Ich denke, das kluge Reifenmanagement auf der Strecke und die ausgeglichene Fahrweise haben definitiv zum Sieg heute beigetragen. Diese Kombination hat bewirkt, dass jederzeit die Höchstleistung aus den Reifen geholt wurde. Und wir sehen ein Team, das auf dem Siegertreppchen kein Unbekannter ist und erneut den Platz an der Spitze belegt. Ein grandioses Rennen und ein beeindruckender Sieg für Ferrari am heutigen Tag. Ja. Schade, ich hätte gerne einen Punkt mitgenommen. Werfen wir einen Blick auf die aktuelle Fahrerwertung. Trotz der großen Bemühungen des Spitzenreiters ist der Vorsprung in der Meisterschaft etwas zusammengeschmolzen. Also Stefan, wer ist für dich der Fahrer des Tages? Charles Leclerc hat heute genau gezeigt, wie man mit der Strecke zurechtkommt. Er hat so gut wie keine Fehler gemacht, das war unglaublich. Es ist Zeit, einen Blick auf die Situation in der Konstrukteursweltmeisterschaft zu werfen. Es war ein schwieriges Rennen für die WM-Führenden, die an der Spitze an Boden verlieren. Ansonsten hat unser Team mit dem Boss am Steuer gute Arbeit geleistet und arbeitet sich in der Tabelle weiter nach vorne. Also Stefan, damit endet ein weiteres fantastisches Rennwochenende. Vielen Dank an alle, die mit dabei waren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Schade, naja. Hätte was drin sein können. Ist aber nicht geworden. Aus unserer Perspektive war das ein aufregendes Rennen. Wie war es aus Ihrer Sicht? Ihr Team ist angesichts Ihrer Leistung sicher völlig außer sich. Ja. Sie hatten heute ein knappes Rennen, nicht wahr? Ach so. Sie haben heute ein paar Kratzer abbekommen. Was meinen Sie? Machen wir so. Klar, das war teilweise meine Schuld. Das war dann alles. Warum muss man sich ein bisschen verteidigen? Was nächstes? Spanien. Okay. Dann sehen wir uns nächste Woche wieder.